Morgen, liebe Leute, viele Grüße aus dem Auto. Ich bin gerade angekommen beim Ludwig vorm Studio. Heute wird weitergearbeitet am neuen Album. Wir nehmen das Cello auf. Johann von Ruttendorf spielt mir das Cello ein. Echt ein cooler Typ. Ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist bei dieser Produktion. Ja, und wie genau wir produzieren, das habe ich euch im vorhergehenden Video zur Geige schon mal gezeigt oder zumindest einen größeren Einblick gegeben. Jetzt halten wir es etwas kürzer, aber immerhin, ihr könnt schon mal die ersten Cellotöne vom neuen Album hören. So, genau. Nö, du darfst so oft verkacken, wie du willst, solange wir heute wann 20 Uhr fertig sind. Wir brauchen durch, das muss sich durchsetzen, das ist wichtig bei dem Song. Aber das ist ein bisschen zu quäkig hier. Das finde ich sehr gut. Und das hier. Das wird auch quäkig bei dem lauten Ton, das ist interessant. Okay, also meine Wahl ist gefallen. Was sagt ihr so? Krasses Präsenz, voll in die Fresse. Hm. Ich finde das ja auch optisch am schönsten. Achso. Okay, dann nehmen wir auch tatsächlich das teuerste. Zuverlässig das teuerste rausgefunden. Und dann hätte man nämlich hier jetzt sozusagen diesen Sound, bestehend aus dem direkten Mic. Das macht eigentlich nicht viel dazu, das ist interessant. Aber ich glaube, das lassen wir auch weg. Das fügt, das schmiegt sich sehr gut rein, aber es macht nichts mehr oder weniger. Und Hall. Sehr schön. Waren die Geigen, also war das Playback laut genug? Oder Playback laut? Bei die Geigen kannst du ein bisschen lauter machen sogar. Ja, okay. Im Wald. Streich, deswegen ist das immer. Steht ja auch in allen Orchestrationsbüchern, wenn man soll Streichern einfach reinschreiben, die können das schon. aber wir können auch sozusagen was ändern. Das ist jetzt so ein. Also die eine Stelle, die ihm wirklich ein bisschen unbequem ist, so breit zu spielen, ist die dort. Das ist kein Problem. Aber da mache ich ihn auch automatisch. Weil man kann auch einfach, dass ich einen anderen Ton noch suchen. Das muss jetzt ist ja nicht in Stein gegossen. Ich meine, wir kennen es jetzt schon so. Ich würde es so spielen. Das klingt dann auch nicht falsch. Okay. Also, es klingt gut. Nur dann machen wir das so. Ja.
Ich müsste nochmal. Ich war letztens in Polen im Studio und der Tontechniker meinte, er kann zwei deutsche Worte Bier und nochmal. Ah ja, okay. Das reicht ja. Ganz leicht, ganz sanft. Mhm. Machen wir noch. Kriege ich leider nicht weg. So ein bisschen. Aber es passt ja sogar zu der Musik. Ja, ja, alles gut. Der hat auch einen Riss. In Tag 42 ja, ja. Spielt die Geige Achtel. Soll ja, ich da auch Achtel spielen? Bitte Achtel spielen. Und soll ich auch tiefe Achtel spielen oder so hohe Achtel spielen? Warum habe ich das da gemacht? Das ist ein Fehler. Das ist wahrscheinlich dann später mal. Also spiel einfach. Also. Oder. Oder spiel es mal oben. Ja. Freue mich. Also. Oh, Willi Schabberitz folgt dir jetzt. Ja, ich habe das vorher nicht gemacht. Ich habe dich gar nicht gefunden, sonst hätte ich dich direkt mal markiert. Hey.